Teil geworden. Huch, nein, das wollte ich gar nicht angucken. Naja, egal, was können wir anders machen, als eine Runde weiterzugehen. Ja, dann werden ja auch mal die Einheiten aus Fukushima ein bisschen lostreten können und dann da oben die Matsumaya anzugreifen. Fällt mir, was haben die Hiradu denn da? Riesige Armeen wieder mal versammelt. In der eigenen Provinz. Eieiei, was haben die denn da vor? Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was sie erzählen soll. Oder sollte, könnte, wollte. Oh, ein Einkommen von 8.000 pro Runde. Ist auch schon mal ansehnlich. Wenn es so weitergeht, ne, dann kann ich auch was sagen, ne? Und du gehst in die Stadt und sammelst die Bevölkerung. Das habe ich dir jetzt so vorgeschrieben, mein Freund. Stadt geht's jetzt super gut. Wir nehmen unsere Armee mit. Und der Stadt geht's immer noch gut. Wir nehmen noch mehr unserer Armee mit. Und der Stadt. Was? Griff hier ein Kriegsab? Ist mir doch egal. Sprecht mit Bedacht. Die jetzt Krieg mit uns führen. Pff, das eine Städtchen hier, das dürfen wir ja wohl einnehmen können. Jawohl, so muss das aussehen. Die Armeen sind in Alarmbereitschaft. So, hier einmal ein bisschen einbeziehen, die Einheiten in den Krieg. So, mein Täubchen. Was kannst du denn machen? Ach so, ja, du kannst... Ach du Scheiße, ist das teuer. Ach du Scheiße, ist das teuer. Nein. Solltest lieber oben rumlaufen. Lieber oben ohne als unten... Als unten links. Das ist doch Schwachsinn. Da unten links ist doch nur gefährlich, ja? Ich brauche ja auch nicht so lang, bis sie da sind. 1, 2, 3 Runden noch. Läuft doch! Jawohl. Ach du meine Fresse. Heilige Scheiße. Das macht mir ja schon ein bisschen Angst, wenn die jetzt mit ihrer vollen Breitseite da auf mich zumarschieren. Aber da kann ich auch keine Rücksicht drauf nehmen auf meine Gefühle. Weil die KI wird da wohl nichts gegen unternehmen. Und ich habe schon wieder vergessen, da oben Einheiten von Fukushima aus losziehen zu lassen. Mann, bin ich doof! Jetzt haben die allzu fast alles eingenommen. Meine Herren, du, jetzt! Es geht dann aber mal los hier, du.
Einheiten sind gar nicht so gut hier. Naja, egal. Sollten sie auch gut sein. Sind ja nur meine Einheiten. Die sind ja nicht gut. Auf in den Krieg, meine Söhne. So. Ich habe immer noch Angst vor denen. Ja. Aber die wahrscheinlich auch vor mir. Ihr solltet auch Angst haben. Denn ich mache euch jetzt fertig. Mit einer wesentlich kleineren Armee. Kabumba! Und wir plündern die auch. Dann haben wir richtig viel Geld. Aber richtig viel Geld. So, hat schon richtig viel Geld. Stellen wir euch die Steuern ab. Seht ihr in der nächsten Runde ganz flauschig drauf. Ganz, ganz flauschig. Habe ich jetzt die Schiffe schon bewegt? Nein, habe ich noch nicht. Ist doch schön. Kann ich die auch noch bewegen. Läuft doch. Geht doch alles ganz super von der Hand. Auch jetzt vom Geld her läuft doch alles. Naja, ne? Ist ja schon nicht ganz ohne hier alles. Aber naja. Naja, ne? Also, naja. Zur Not fahren wir das Schiff nochmal hier hin. Denn falls es zu einer Schlacht kommt, kann ich die ja bombardieren zur Not. Um 5 Runden bis nach da oben. Naja, glaube ich kaum, dass die wirklich da oben ankommen können, weil die Aizu dann das schon weggemacht haben. Naja, kann ich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Ach, wohin laufen die denn jetzt? Merken wohl, dass ich zu stark bin, oder was? Ja, ja. Also jetzt nicht mitgerechnet, dass ich da aufstocke. Nein, ist auch total unlogisch, dass man im Krieg seine Einheiten dann da zusammenzieht, wo dann womöglich angegriffen wird. Ist überhaupt nicht logisch, wa? Kriegstaktiken, pfff, drauf geschissen. Sommer! Fukushima geht's gut. Wie geht's denn unseren Einheiten hier in Sunoku? Spielhalle, Festung, was haben die alles gebaut hier? Ah, Feldartillerie-Schule, das so. Richie-Mayong-Stube. Damit du das schon mal gehört hast, ne? Lassen wir die Steuer nochmal weg. Rekrutieren lieber mal ein Schiff. Hallöchen. Wer bist du denn? Oh fuck. Lalalala. Ich war das nicht. Das war ja mal ein Fail. Ein Fail des Jahres. ご指示をお待ちしております。船を降ります。降ります。
Ja, ja. Können wir ja wenigstens noch Kanonen ausbauen. Ist ja immerhin schon mal etwas. Ja, Retuman. Retuman mal, ich komm später wieder. So, dann bauen wir mal einen ausländischen Veteran, weil man den hier auch so bauen kann. Was haben wir denn hier? Eine Fabrik. Eine Fabrik könnten wir bauen. Nein, machen wir jetzt mal nicht. Und die Aizu haben das wirklich hier alles eingenommen. Glückwunsch. Gute Aktion. Von der Aktion Menschlotterie. Den Hafen können wir ausbauen, oder? Wollen wir mal einen Militärhafen. Jetzt haben wir fast unser ganzes Geld aufgebraucht, was wir zwischenzeitlich so hart arbeiten hatten.